Rote Rosenvorschau Folge 3610. Gunther gefällt Charlottes Engagement, er bietet ihr einen Job an. Philipp und Amelie glauben, ein exklusives Konzept für die Konferenz zu haben. Simon fühlt sich ausgebotet. Doch ein Gutachten des Statikers macht alle Träume zunichte, das Hotel steht auf einem Hohlraum. Annette weiß nicht, was sie tun soll. Amelie ist fassungslos. Kann sie ihre Gefühle für Malte unterdrücken? Ihr wird bewusst, sie will beides, den Mann und den Kollegen. Niki und Finn sind glücklich miteinander. Vorsichtig lernen sie sich neu kennen. Bislang ist nur Dörte eingeweiht, doch beiden ist klar, sie müssen es ihren Eltern sagen. Britta ist im Zwiespalt, Lilly ist wütend, weil sie wegen der Hochzeit ihre Freundin Ava in Stuttgart nicht besuchen kann. Und Hendrik hat kein Verständnis, als Britta anregt, den mühsam erhaltenen Hochzeitstermin zu verschieben. Sandra ermittelt auf eigene Faust in Sachen E-Roller-Einbrecher und will Johanna erneut befragen. Doch weil Dörte ihr gedroht hat, ihre offiziell nicht angemeldete Babysitting-Agentur anzuzeigen, fühlt sie sich verfolgt und will fliehen.